Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Minecraft. Wir starten das erste Mal hier in unserem Haus. Und das fühlt sich echt gut an, muss ich sagen. Im Garten warten die Tiere und auch ein Stegosaurus. Und da müssen wir gleich auch als erstes hin. Das Getreide ist auch schon fertig. Gehen jetzt direkt raus, weil wir haben heute echt viel vor. Ja, hier können wir uns ja noch einmal kurz hinsetzen, würde ich sagen. Das ist schön, ein Haus zu haben. Ja, kommen wir jetzt mal zu den Dingen, die wir heute erledigen müssen. Da gibt es nämlich wirklich einiges. Wir müssen nämlich heute eine riesige Wanderung machen. Also wir sind jetzt aktuell hier. Hier ist unser neuer Standort. Und wir müssen jetzt ganz bis hier oben. Da ist unser altes Haus. Das ist echt eine riesige Strecke. Von hier oben bis da unten müssen wir hin und zurück laufen. Beziehungsweise wir können auch die Hälfte mit dem Boot fahren. Das ist ganz gut. Aber wir müssen halt die ganzen Sachen holen und so. Ich habe da eigentlich nicht so viel Lust zu, muss ich sagen. Aber was muss, das muss. Aber erstmal kümmern wir uns jetzt mal um unsere Felder und sowas. Ich glaube, ein so ein Feld reicht schon fast für uns. Das ist schon echt krass. So, sehr schön. Haben wir alles wieder neu angepflanzt. Und ihr werdet natürlich auch noch gefüttert, ihr Süßen. Ihr sollt euch schön vermehren. Und die Eier, die müssen wir auch gleich noch holen. Kommt mal hier rüber. Die Eier würde ich jetzt ja werfen, um neue Küken zu bekommen. Aber ich glaube, die Eier brauchen wir für Bio-Goo. Oh nee. Das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ich hoffe, ich kann gleich schlafen gehen. Weil Unwetter ist doof. So, ich fütter euch auch nochmal schnell. Von euch kriege ich dann die Milch, die ich brauche. Das ist jetzt ein Gewitter. Ich gehe nochmal schnell nach oben und dann gucken wir mal, ob wir schlafen gehen können. Weil eine Reise antreten bei so einem Unwetter ist echt uncool. Ah, es geht. Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben jetzt auch alles gemacht. Das heißt, wir können jetzt sofort losreisen. Das wird ein langer Fußmarsch. Aber gut, so ist das. Ein Pferd wäre vielleicht gar nicht schlecht. Habe ich einen Sattel nicht gefunden? Ne, Pferderüstung habe ich. Ach, Sättel sind auch hier, okay. Vielleicht könnten wir das versuchen. Das wäre mega gut. Hatten wir nicht auch schon Karotten geplündert irgendwo? In der alten Bude oder sowas? Sonst könnten wir nochmal schnell hier rüber gehen. Oder hier unten ist, glaube ich, kürzer. Da Karotten holen und dann versuchen wir uns ein Pferd zu suchen. Das mache ich. Das könnte vielleicht den Plan ein bisschen verkürzen und verschnellern. Guten Tag. Ich bin einmal kurz zum Plündern hier. Weizen nehme ich auch mal lieber mit. Aber vielleicht muss man Pferde auch mit Weizen nehmen. Ich weiß es halt nicht. Auch wenn wir es eigentlich nicht mehr brauchen. Aber ich brauche eher so Karotten. Genau sowas. Ich gehe davon aus, dass man die mit Karotten zähmt. Ist das nicht so der Klassiker, dass Pferde Zucker und Karotten mögen? Den Rest des Dorfs plündere ich jetzt mal nicht. War eigentlich alles, was ich hier wollte aus dem Dorf. Jetzt müssen wir halt die Augen offen halten nach einem Pferd auf dem Weg. Das wäre perfekt. War da gerade ein Krokodil? Oh mein Gott. Hier müssen wir richtig vorsichtig sein, wenn selbst im Wasser sowas lauert. Ist auch einfach random, so ein Enderman. Mitten am Tag. Einfach so ein Spino getarnt zwischen den Kühen. Und Pferde sind hier auch. Oh mein Gott, das ist ja perfekt. Aber der Spino gefällt mir gar nicht. Was muss ich denn tun? Oder brauchen die was anderes? Oh ja.
glaube, ich muss noch mehr Weizen holen, Leute. Aber das ist gut. Das heißt, wir haben hier vorne direkt Pferde. Wir sind noch nicht weit weg von zu Hause. Okay, ich glaube, man braucht dafür gar kein Stroh. Ich glaube, man muss sich einfach nur auf das Pferd draufsetzen, mehrfach. Der Spino da gefällt mir nicht. Ich glaube, ich hätte aber gerne... Das sind Flecken oder das Dunkle? Ich glaube, ich nehme das dunkle Pferd eher. Steht da sowieso gerade besser. Willst du es doch auch? Habe ich es jetzt gezähmt? Nee. Bitte nicht zum Spino reiten. Ach, jetzt habe ich es gezähmt. Okay. Das hat ja gut geklappt. Fortschritt aller beste Freunde. Okay, hier den Sattel drauf. Hier Rüstung. Haben wir ein Pferd. Ja, easy. Ging ja mega einfach. Hätte ich gar nicht das Zeug holen müssen. Ja, cool. Wir haben ein Pferd. So, und jetzt müssen wir natürlich einen weiten Weg reiten. Ich wollte eigentlich hier durchs Wasser, aber das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn. Also bleiben wir lieber am Land. Ich gehe da mal hier unten lang, glaube ich. Muss jetzt vorsichtig sein, dass wir unser Pferd nicht verlieren. Gott, was war das? Sind die los? Oh mein Gott, die sehen ja cool aus. Aber wir wollen weiter. Ist krass, wie viele neue Spezies wir gerade entdecken. Ich glaube übrigens auch, dass man die Dinosaurier mit der Mod mega leicht zähmen kann, mit so einer Peitsche. Aber das möchte ich nicht machen, weil eigentlich spawnen die ja nicht einfach so. Deshalb will ich das natürlich dann nicht abusen, dass ich mir die alle easy holen kann. Wir werden die dann schon selber mit DNA und sowas ausbrüten. So wie es halt gewollt ist von der Mod. Weil diese Spawn-Mod da, das ist ja nochmal so eine zusätzliche Dings-Mod. Das Pferd bewegt sich übrigens, also es wandert so ein bisschen, wenn man das stehen lässt. Habe ich halt gerade gemerkt, als ich geschlafen habe. Und das wäre, glaube ich, ganz cool, wenn wir noch irgendwie uns eine Leine machen. Ich glaube, die können wir ja mittlerweile auch machen, weil das ja auch mit diesen Teertropfen geht, statt Schleim. Weil dann kann man das auch mal anbinden, weil mein Plan wäre halt jetzt... dass wir das Pferd irgendwo hier abstellen und dann hier den Wasserweg nehmen. Weil Boot ist dann nochmal angenehmer. Dann haben wir es halt echt einfach mit dem Wandern. Haben wir die Hälfte mit dem Boot, die andere Hälfte mit dem Pferd. Das ist eigentlich ziemlich perfekt, der Plan, glaube ich, wenn es so funktioniert. So, Pferdi. Dann haben wir jetzt eine Brücke für dich. Das sollte funktionieren. Aber dann würde ich sagen, bleibst du jetzt hier auf dieser Insel. Also hier auf dieser Landzunge in der Mitte ist es dann. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist es halt so. Dann kann man nichts machen. Aber ich würde halt sagen, dass wir dann zumindest die Sachen nochmal mitnehmen. Ja, Pferd, dann bleib mal hier. Wir sehen uns. Ich gehe dann jetzt mit dem Boot weiter. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir das wiederfinden. Aber gut, gucken wir mal. Wir haben es sogar vor Nachteinbruch jetzt bis nach Hause geschafft. Wo das voll die weite Strecke war. Aber da ist das Haus. Ah, sehr schön. Hat jetzt gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht hätte. Aber ich bin froh, dass wir den Ort hier verlassen. Ich habe irgendwie nicht so gute Erinnerungen an den Ort. Und sogar die Tür offen gelassen. Na egal. So, jetzt müssen wir mal schnell gucken, was wir hier einpacken. Das ist halt echt viel. Ich glaube nämlich nicht, dass wir alles an DNA und so mitnehmen können, weil wir müssen auch noch Bücher mitnehmen. Ah, oh, es ist echt viel. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal ein zweites Mal gehen. Geht gar nicht anders. Also den brauchen wir auf jeden Fall. Dann die Bücher auch. Oh, die stacken sich hoffentlich alle. Können wir da drüben unseren neuen Verzauberungstisch auch aufbauen. So, die Bücher sind alle gestackt. Sehr schön. Das heißt, die haben wir auch. Öfen und so brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall den hier. Das brauchen wir. Obwohl das nicht so wichtig ist zur Not. Ah, ich nehme hier mal alles mit. Also eine in die Mitte. Oh, tatsächlich, das klappt. Das ist ja perfekt. Wir machen uns mal lieber 4 Stück von, wenn wir schon mal dabei sind.
Oh, sehr gut. Dann haben wir auch Leinen. Ja, und dann sind wir schon voll. Würde ich sagen, Abfahrt. Wir müssen nochmal wiederkommen, irgendwann. Aber das Wichtigste haben wir, Verzauberungstisch und sowas. Und den Kultivierungstisch. Ich hoffe echt, dass unser Pferd noch da ist. Würde mich schon ärgern, auch wenn wir es noch nicht lange hatten natürlich und es noch nicht mal einen Namen hat. Weil Nametags muss man, glaube ich, auch in der Mine finden. Da kann es halt gut sein, dass ich mir die später auch ercheaten werde, weil wir halt viele Tiere haben werden. Ich glaube, das wäre ganz cool, wenn wir die benennen. Vielleicht kann ich die dann ja auch nach euch benennen oder so. Aber erstmal schauen wir jetzt natürlich, ob unser Ferdi noch da ist. Oh, es steht da noch und wartet. Ja, sehr gut. Aber mit der Leine dürften wir das jetzt auch führen können. Oh ne, was jetzt? Ich habe eine weggeschmissen. Aber das können wir, okay. Das ist ja perfekt. Damit können wir das, glaube ich, auch an so Zaunstücke und so anbinden. Und dann müssen wir einmal... Ne, nicht die Leine, sondern damit aufsteigen. Und dann das Pferd anziehen. Dann geht's Richtung Home Sweet Home. Also hierhin. Das geht. Hier ist nochmal ein Spino und da ist schon unser Haus. Oh mein Gott, haben wir drei Spinos direkt neben unserem Haus. Oh, das ist gefährlich. Das wusste ich nicht. Allerdings haben wir es jetzt auf die sichere Tour rausgefunden. Nicht, dass sie auf einmal vor der Tür stehen und dann werden wir einfach kaputt gemacht. Ich reite jetzt einfach mal an denen vorbei. Schön am Rand. Ja, die haben uns nicht verfolgt. Alles easy. Oh, wir sind zu Hause. Ich hoffe, ihr verteidigt mich, Ankis, wenn die Spinos kommen. Was hat ihr gerade böse Sounds gemacht? So, liebes Pferdchen, vielen, vielen Dank für deine Dienste. Das war super. Na, guck mal, jetzt kann ich das sogar anbinden hier. Schaut mal, jetzt haben wir hier unser Ross stehen. Sehr schön. Und dann können wir hier einmal nach Hause gehen. Und nochmal schnell hier das Bett aktualisieren. Ach, es geht gar nicht. Also ich wollte es eigentlich nur als Spawn-Point festlegen. Aber dann würde ich fast sagen, dann können wir mal eben die Sachen ablegen, die wir jetzt geholt haben. Dann müssen wir eigentlich schon wieder was bauen, ne? Weil wir dann eine kleine Werkstatt oder sowas brauchen.
Ihr habt jetzt ein kurzes Speedbild gesehen, wie ich ungefähr das Haus da hinten gebaut habe. Aber da hat sich noch einiges verändert. Das konnte ich leider für euch nicht so richtig aufnehmen, weil ich halt viel hin und her probiert habe. Aber ich habe da schon mal ein bisschen was eingerichtet. Wir müssen nochmal was mitnehmen, bevor wir da jetzt hingehen und ich euch das zeige. Nämlich brauchen wir nochmal neue Bücher. Beziehungsweise Bücherregale. Regale. So, 8 Stück. Uns fehlt auf jeden Fall noch Holz. Das heißt, wir hacken nochmal ein paar Bäume. Wenn wir jetzt die Bäume vor unserem Haus weghacken oder so, ist das auch nicht schlimm. Wir können ja später alles nachpflanzen und sowas. Geht ja schnell bei Bäumen. Ist nur wichtig, dass wir die ganz abbauen, damit die auch weg sind. Weil ich hasse es immer, wenn noch solche Baumreste irgendwie rumfliegen in der Gegend. Finde ich immer nicht schön. So, jetzt können wir nochmal ein paar Bücher herstellen. Ja, das sollte jetzt reichen. Ja, jetzt reicht. Jetzt haben wir 16 Stück. Holz behalten wir mal im Inventar. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir noch gemacht hatten. Oder was ich noch gemacht habe. Haben wir einmal so eine Laterne davor. Dann haben wir so einen kleinen Platz für unser Pferdchen. Das kriegt übrigens noch einen Namen. Ihr könnt Namensvorschläge reinschreiben. Da werde ich mir dann einfach Name-Tags geben und dann kann ich die ganzen Tiere benennen. Ich glaube, das ist ganz cool. Dann auch hier vorne angebunden. Hier wächst dann auch noch Heu, wo es essen kann. Jetzt eine Tränke. Dann haben wir hier einmal die Schmiede. Mit einer Werkbank. Und ein bisschen Lagerplatz. Ein Ofen. Ein kleines Lavabecken noch. Dann zum Abkühlen so ein Wasserpott. Den Amboss, der sieht ein bisschen komisch aus in dem Texture Pack, muss ich sagen. Aber ist egal. Und ich muss da nochmal gucken, den muss ich eigentlich nochmal ersetzen durch einen, den ich selber gebaut habe. Weil der braucht halt super viel Eisen. Das wäre halt doof, wenn ich mit den cheate. Aber ja, ich wollte halt in der Schmiede den Amboss nicht weglassen. Und hier nochmal eine Sitzmöglichkeit. Oh, das ist unsere kleine süße Schmiede. Die hat auch außen einen Schornstein. Das geht halt vom Ofen aus. Da oben kommt dann der Rauch raus. Und hier vorne ist dann unsere Fossilienbearbeitung. Da habe ich jetzt noch nichts weiter gemacht. Nur so eine kleine Holzdingens hingestellt. Wollte ich noch die ganzen Tische hinstellen. Die können wir auch nochmal schnell holen. Weil das wollte ich natürlich jetzt auch nicht alles cheaten. Ist halt immer ein bisschen schwierig, so zwischen... Analysator brauchen wir, das brauchen wir. Ja, zwischen Kreativmodus und Überlebensmodus hin und her zu wechseln. Da muss man echt aufpassen, dass man dann nicht irgendwann übertreibt mit Cheaten. Weil irgendwann nimmt das dann Überhand und dann cheatet man sich jede Kleinigkeit. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Deswegen versuche ich das möglichst gering zu halten, so gut wie es geht. Aber ich will halt auch ein bisschen bauen. Das gehört halt für mich auch dazu. So, dann platzieren wir mal schnell die Tische hier. Ich weiß gar nicht, welche wir dringend brauchen. Jetzt hier nur Platz für 3 Tische. Also das Ding brauchen wir auf alle Fälle. Das Ding auch. Die sehen sowieso alle pixelig aus, die Dinger. Dann ist das halt so. Es ist wenigstens einheitlich. Hier kommt auch noch eine Tür später und sowas rein, denke ich mal. Aber ich habe mir hier noch nichts überlegt, deswegen habe ich das jetzt erstmal freigelassen. Ich denke mal, wir werden den Platz auch brauchen. Hier vielleicht nochmal Patronen oder sowas hin. Aber hier oben, in dem Turm, hatte ich auch noch was geplant. Genau, hier sollten nämlich die Regale rein. Der Verzauberungstisch. Den Verzauberungstisch habe ich natürlich jetzt vergessen. Perfekt. Aber das müsste doch perfekt passen vom Platz, oder? Und dann platzieren wir den hier mal. Sollte jetzt eigentlich auch gehen bis Level 30. Wir haben nur leider gerade 330 Level, das wäre eigentlich noch ganz schön, was zu verzaubern heute. Aber ich will eigentlich gerne nochmal versuchen, jetzt die ersten Fossilien zu extrahieren. Das wäre ganz cool. Wir können ja nochmal eben gucken, was wir hier so am Start haben. Ihr hättet euch ja Velociraptor gewünscht, glaube ich. Den müssen wir echt mitgenommen haben. Da ist er. Das ist gut. Das werde ich auch nochmal entpacken. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wie nochmal das Bio-Goo-Rezept war. Finde ich dann gleich schon raus, denke ich. Mal kommt das jetzt hier rein. Dann kommt das Ding schon mal dort rein. Und hier brauchen wir halt Bio-Goo, um das anzuschmeißen, damit das extrahiert werden kann. Und für Bio-Goo brauchen wir einmal Weizen. Das sollten wir genug haben. Dann brauchen wir Eier.
Keins ist escaped, sehr gut. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch Milch und verrottetes Fleisch. Verrottetes Fleisch müssen wir noch haben. Ja, 6 Stück immerhin. Gut, dass wir die mitgenommen haben. Ein Eimer haben wir auch noch. Wir stellen uns aber mal noch 2 weitere Eimer her, würde ich sagen. Kann man immer gebrauchen. So, oh, jetzt habe ich 3 gemacht. Wir könnten uns auch noch mal eben so eine Schere herstellen. Die werden wir auch irgendwann brauchen. Dann haben wir die schon mal. So, das kommt hier alles rein. Oh, das Ding brauche ich nicht. Das ist von der Creative Mode noch. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Stroh. Jetzt müssten wir alles haben. Dann will ich nämlich auch mal das Rezept zeigen. Hier das rein. Dort das hinein. Was war das gerade für ein Geräusch? Irgendwie ein komisches Geräusch gerade. Sorry, jetzt habe ich das nochmal abgebrochen, weil ich mich irgendwie ein bisschen erschreckt habe. Ich dachte, irgendwas passiert. Und dann haben wir Biogus. Sehr schön. Davon machen wir natürlich mehrere. Eigentlich sollten wir alles machen, was wir haben. Ich weiß halt nicht, wie viel wir brauchen für eine Extraktion. Deswegen hole ich nochmal mehr Milch. Und dann können wir nochmal Bio machen. Es müsste eigentlich auch so gehen, oder? Ja. Dann geht es nämlich viel schneller. So, jetzt fehlt uns verrottetes Fleisch. Aber das ist kein Problem. Okay, mal die Milch wieder rein und alles, was wir nicht brauchen. So, und jetzt haben wir Biogoo. Jetzt sollten wir eigentlich das Raptor-Fossil anschmeißen können. In dem Ding hier. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie viel wir brauchen. Also das läuft hier runter, glaube ich jetzt. Die Haltbarkeit des Biogoos. Und hier läuft die DNA hoch. Aber das dauert eine ganze Weile. Ich kann euch währenddessen nochmal das Ding von oben jetzt zeigen. So sieht das jetzt hier aus. Nimmt doch langsam so ein bisschen Form an. Finde ich ganz cool. Vielleicht können wir uns noch ein zweites Pferd besorgen, das da vorne nicht so alleine steht. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wir uns hier noch einige Gebäude bauen. Dann diese Wiese echt cool aussehen wird. Ich habe momentan auch richtig Spaß daran, bei Minecraft zu bauen. So sieht es von hinten aus. Und ja, das haben wir halt heute gemacht. Jetzt gehen wir wieder in den normalen Modus über. Ja, das dauert halt ewig. Jetzt schauen wir mal. Und es hat geklappt. Ein Velociraptor-Ei. Es hat genau ein Bio-Goo gebraucht. Sehr schön. Das können wir dann nächstes Mal ausbrüten. Ich glaube, dafür brauchen wir Fackeln. Und wir müssen natürlich vorher dem ein Gehege bauen. Warum bist du ausgebüxt? Ihr meintet auch, der... Komm her. Hallo. Was büxt der aus? Ihr meintet auf jeden Fall auch, der kann klettern. Das heißt, wir brauchen ein... Käfig mit Dach wahrscheinlich, wo wir den dann unterbringen. Wobei wir den auch natürlich befehligen können, dass er wartet und so. Aber ich würde es schon cool finden, wenn wir dann auch ein Gehege für den hätten, ein passendes. Ja, aber ich würde sagen, das war's jetzt mit der heutigen Folge. Wir haben ja wieder einiges geschafft. Schreibt gerne Namensvorschläge für unseren Gaul in die Kommentare. Den benennen wir dann beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal werden wir dann auch unseren ersten Dino endlich ausbrüten. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.